Hallo und willkommen zu einem weiteren Dokkan Battle Video. Heute ein Double Upload, weil, naja, einerseits hatte ich ein Video, was ich heute bringen wollte, und andererseits gab es auch ein paar News, heißt, das machen wir doppelt. Normalerweise überlege ich mir da immer, ob ich das News Video als einziges lasse und dann in dem Fall das Majin Buu Arc Video auf morgen verschiebe. Das ist immer so eine Sache. Aber ich jetzt entschieden, nein, ich möchte das heute hochladen. Und dazu gibt es jetzt noch das News Video. Ich finde, News Videos an sich zählen halt eh nicht so als. Wichtig ist, naja, es ist halt nicht ganz so unterhalten, nehme ich an, aber es ist sehr informierend, weil, und zwar, heute geht es darum, dass wir einerseits, okay, den Ultra Instinct, den hatten wir jetzt schon, sein Datum, wann der kommt, das Awakening, aber die gute Kefla wurde jetzt auch angekündigt, als nächste, sagen wir mal, große Karte. Ich sage das extra vorsichtig, weil sie ist keine Dokkan Exclusive Karte, aber sie ist Kategorie-Leader und wird nach dem Banner deswegen, aber weil sie keine Exclusive-Karte ist, in jedem weiteren Banner noch drin sein, ungefeatured. Das ist das Nice an solchen Sachen. Das ist wie mit Masked Saiyan damals. Das ist ziemlich cool. Ja, die beiden erwarten uns zeitgleich. Und zwar, wie ihr sehen könnt, 1.3.2018, 10.30 PM PST. Das ist nicht unsere Zeit, dementsprechend einfach mal übersetzt. Das kommt am 2.3. um 7.30 zu uns. Hier unsere Version, unsere Zeitzone, das ist ziemlich geil. Aber mich freut das. Mehr oder weniger, weil Kefla hat ein ziemlich nice Team. Weshalb ich auch so denke, ah, sollte ich für sie sammeln, weil sie hat halt dieses Fusion-Team. Aber andererseits ist ihr Banner scheiße. Aber erstmal die Hauptinfo, 2.3.7.30 erscheinen die beiden. Jetzt gehen wir noch ein bisschen genauer drauf ein. Und zwar auf Keflas Banner. Wenn es gleich wie auf der japanischen Version ist, dann ist das nämlich ziemlich langweilig. Das sieht so aus an sich, das Bild ist schon mal ziemlich scheiße, finde ich. Also mega unspektakulär. Das ist halt Cauliflower, Kale, Kefla, wow. Gefeatured, dementsprechend sind auch nicht so dolle Karten. Cauliflower war gefeatured. Kale war gefeatured. Mein Gott, ich komme mit deren Namen durcheinander so oft. Nochmal. Gefeatured waren Kefla, der Skinny Boo. Kale, alter Schwede. Cauliflower und Begamo, glaube ich, hieß der, dieser Wolfsdude. Ich habe seinen Namen gerade nicht im Kopf. Botamo war der blonde, war der gelbe. Na, jedenfalls der Wolfsdude. Ich habe die Dragon Ball Super Namen nicht alle im Kopf. Die sind die gefeaturten Chars. Weil, also, das ist ziemlich unnötig auf der globalen Version. Wenn ich mich nicht irre, haben wir nämlich gerade das Universum-Spanner, wo die auch alle drin sind. Moment, ich weiß nicht, wie das heißt. Assemble Respreader of the Universe. Dieses Dragon Ball Super Banner halt, und da sind die auch alle drin, außer halt Kefla. Das wäre irgendwie ein bisschen scheiße, wenn sie jetzt einen Banner droppen, wo die auch drin sind, und Kefla ist halt der einzige Charakter, den man haben will, und dann droppen sie so noch nur Scheiße rein, die man die letzten Tage eh schon bekommen konnte. Aber damit Leute einen Grund haben, bei diesem Banner auch zu summon tatsächlich, haben sie natürlich wieder alle LRs hier mit reingepackt. Hier LR Trunks, LR Mighty Mask ist jetzt auch drin, höchstwahrscheinlich, weil wir den auf Global haben. Obwohl, packen sie ihn direkt? Doch, ich glaube schon, dass sie ihn direkt auf Global reinpacken würden. Goku Black, Broly, alle LRs werden drin sein, die bis zum jetzigen Zeitpunkt auf Global erschienen sind. Wenn sie nett sind. Bei Mighty Mask bin ich mir tatsächlich nicht sicher, weil sie ihn gerade erst gedroppt haben. Aber ich glaube schon, Weil damit haben wir dann einen Banner, wo man nur eine Karte haben will von den Gefeaturten, aber jede LR-Karte haben will, plus Mighty Mask ist drin. Heißt, alle Leute werden vom Double-Rate-Banner wechseln, weil bei dem Banner gab es halt nur Mighty Mask groß, was man haben wollte, nehme ich an. Es ist schon ziemlich schlau gemacht. Muss man sagen. Was Kefla so kann, aber... Oh Gott, habe ich mir geöffnet? Nee, habe ich nicht. Toll. Aber ich habe hier gerade das DBZ-Wiki offen. Also, wir können das da abchecken. Ihr seht, ich habe auch das Freeza-Event offen, darum geht es gleich. Kefla. So. Was Kefla kann. Wie gesagt, ist die der Portada-Leader. Heißt, Portada-Kategorie Key plus 2, HP, Attack and Defense plus 120%. Sie hat noch kein Dokkan Awakening, genau wie Ultra Instinct. Ich frage mich, wie sie ihr eins geben wollen, jetzt nach dieser Dragon Ball Super Geschichte. Das wird mega schwer. 2 Key, 120%, das ist Neo-God-Leader-Level mit einem Key weniger. Macht immensen Damage und greatly lowert die Defense. Changed INT-Orbs zu physischen Orbs. Gibt einen Attack- und Defense-Boost um 10% für jede physische, die sie dann einsammelt. Des Weiteren hat sie eine Medium Chains, die Attacke vom Enemy zu evaden. Auch die Super-Attacks, also einfach auszuweichen. Und sie launcht einen Additional Attack mit einer Medium Chains, dass sie eine Super-Attack wird. Sie hat also eine ziemlich prall geführte Passive. Orb-Changer, Nuker, was Attack und Defense angeht.
Medium Chains auszuweichen und nochmal eine Additional Attack, wo noch eine Medium Chains ist, dass die auch eine Super Attack wird. Das ist echt nice. Sets sind an sich okay. An sich ist es eine solide Karte, muss ich sagen. Elida Skill ist halt ziemlich gut und da hätte ich mir... Das ist gut, dass die LRWG gedroppt haben, weil er passt viel besser in das Team mit rein. Weil Fused Fighter ist so der einzige Link, den sie hat, der in das Team reinpasst. Gott sei Dank, den muss sie auch haben. Ah, das war's auch schon mit ihr. Viele mögen sie ziemlich als Karte, ich finde sie leider nur okay. Was uns aber neben Kefler und Ultra Instinct Goku noch erwarten wird, ist... So eine kleine Nämlichkeit, die man hier nicht sieht, die übersehe ich deswegen oft, weil sie nicht in der Cards-Release-Liste ist. Die neue Stage vom LR Freezer-Event, deswegen war das offen. So, es gibt bei uns auf Global momentan Stage 1, Stage 2 und Stage 3. Auf der japanischen Version gibt es schon Stage 4. Und bei uns wird es demnächst auch Stage 4 geben, die habe ich mir hier geöffnet. Ich möchte mal kurz gucken, gab es dazu auch schon ein Datum? Ja, auch zu der Zeit 7 und 3, okay, wow. droppt also gleichzeitig mit denen hier um 7.30 Uhr, toll. Und was da groß der Unterschied ist, bei der ersten Stage konntet ihr den Freezer bekommen, eine goldene Kapsel und, naja, war eine ziemlich lowe Chance, muss ich sagen. Einmal kriegst du sie safe, 30% kriegst du dann auch noch so eine Kapsel in den nächsten Malen gedroppt und 1%, dass der Freezer droppt. Bei der zweiten Stage hat man die Medaillen bekommen, um zum ersten Mal zu awaken. Bei der dritten Stage hat man die Medaillen bekommen, um später auf LR zu awaken. Und jetzt bei der vierten Stage ist der AGL, nicht mehr STR. Und, naja... Einerseits kann man hier nicht 15 Medaillen, obwohl kann man hier sogar 20 bekommen. Ich glaube, man kann hier sogar 20 Medaillen bekommen, kann das sein? Ja, man kann bis zu 20 bekommen. Hier kann man jetzt bis zu 10 Medaillen bekommen, höchstens. Aber, 0 bis 10, 85%, Alter, kann man wirklich 0 bekommen. Aber man hat eine 15%ige Chance, dass man auch diese Karte nochmal gedroppt bekommt. Heißt, endlich kann man die, also viele von euch haben die vielleicht schon eingesetzt, aber jetzt sind die Dupes endlich einfach einzusetzen. Das ist wie damals mit Stage 4 bei LR Goku gewesen. Das war ein Albtraum, den zu dupen. Diese 1% hier, das ist wirklich schlimm. Heißt, jetzt kann man den Freezer endlich leicht dupen und die SA auch farmen, wenn man möchte. Falls ihr nicht euch wundert, warum ihr das Event nicht seht, das ist immer nur sonntags da. Das ist wie mit LR Goku, der kommt Samstag, Freezer kommt Sonntag. Und das Ding ist, da jetzt AGL ist... Sieht ziemlich komisch aus. da jetzt AGL ist, muss man hier mit ganz neuen Teams rangehen, um es einfach mal kurz zu machen... Es war davor schon recht einfach, aber jetzt könnt ihr sogar mit einem Monotech-Free-to-Play-Team rangehen. Das, jeder weiß, glaube ich, dass das Monotech-Free-to-Play-Team das beste Free-to-Play-Team ist. Und jetzt könnt ihr auch noch... Jetzt ist Freezer auch noch AGL, jetzt ist das ein Easy-Run. Jetzt ziehe sogar ich in Erwägung, mir Freezer zu farmen. Einfach nur, weil es mir jetzt so einfach gemacht wird ab diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, das einzige Belasten ist diese 777 Medaillengeschichte. Aber ich glaube, wirklich viel mehr News haben wir nicht. Wir haben den Release vom Ultra Instinct Goku. Ach ja, was der kann, noch kurz. Ich werde wirklich auf alles eingehen. Goku, Disintegration. Übrigens, Dokkan Battle Wiki, falls ihr euch fragt, was das ist für eine Seite. Der Goku, mein Gott. Der Goku kann Dokkan Awake der Universal Survival Saga 2 Kategorie. Der Universal Survival Saga Kategorie. Gott verdammt. 2 Ki geben, HP Attack Defense plus 30%, macht Supreme Damage. Ja. Und Attack Boost von 80%. Und Universal Survival Saga Kategorie Ki plus 3. Das ist ein recht guter Supporter. Wenn die Kategorie nicht so scheiße wäre, weil sie hat keinen Leader bis jetzt, keinen richtigen, wenn ich mich nicht irre. Dann meinen viele, dass Jiren das sein könnte. Ja, er ist der einzige Leader. Wenn da ein richtiger Dings kommt, wäre ein sehr guter Supporter. Natürlich ist er eigentlich eine recht stabile Free-to-Play-Karte. Hauptsächlich wird er aber genutzt, um die SA zu farmen von dem INT Ultra Instinct Goku. Ist euch hoffentlich bewusst, also schon mal ordentlich grinden. Aber ja, ich würde sagen, das war's dann mit den News. Wie gesagt, semi-hype bei mir, was Kefler angeht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass wir vor Freezer und vor... Nein, Vegito KMM. Ja doch, vor Freezer jetzt eigentlich die Kefler bekommen. Weil der Dude hier ist schon viel länger an den Daten. Auch mit seinen Elaboya-Kumpels hier, wenn ich mich nicht irre. Heißt, seine Voraussetzungen sind schon viel länger vorhanden, aber trotzdem wurde sich entschieden, kurzerhand einfach Kefler zu droppen. Meine Vermutung ist einfach... Wegen dieser Banner-Geschichte, die wir vorhin erwähnt haben. Naja, ich weiß nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, dass der jetzt so, dass jetzt so vorgezogen wurde, die Olle. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like und oder ein Abo da lassen würdet. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.